Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Phoenix Wright, Ace Attorney im Fall aus der Asche. Und wir sind im Beweisraum mit Inspektor Gumshoe. Und wir... was sehe ich denn da? Ein Fingerabdruck mit Blut? Was hat das denn wohl zu bedeuten? Ich würde sagen, wir untersuchen mal den Raum. Also der wirkt viele Geheimnisse, würde ich mal sagen. Was ist das? Blut! Es ist schon ein bisschen älter. Aber das ist definitiv ein Handabdruck. Sieht aus, als hätte jemand versucht, ihn wegzuwischen. Herr Wright! Was, wenn noch andere Blutspuren im Raum sind? Wir sollten es mit der Testflüssigkeit ausprobieren. Okay, dann machen wir das gleich. Aber vorher will ich noch hier weiter gucken. Was ist das denn da? Irgendjemand hat hier einen Handschuh liegen gelassen. Aber nur einen. Inspektor Gumshoe vielleicht? Junge, hältst du mich für senil? Das sind Beweisstücke von dem Fall, wissen Sie? Sie meinen SL9? Da ist eine Beschriftung drauf. Gummihandschuhe zu Gerichtsakt hinzugefügt, okay? Wozu auch das wieder gut sein soll? Und der Schrank ist von Goodman, oder wie? Guck mal, der hier ist offen. Und da ist immer noch eine Beschriftung. Der Schrank ist mit Inspektor Goodmans Fingerabdrücken gesichert. Inspektor Goodmans Schrank. Sind Sie sicher, dass der Schrank so offen stehen darf? Nun, es wäre sicher schwer, es wieder aufzubekommen, wenn wir es schließen würden. Es ist leer. Der Inhalt muss woanders hingebracht worden sein. Was ist das hier unten? 2 und 4? Wow, jemand muss irgendwas Großes zertrümmert haben. So viele Teile liegen da. Inspektor Gumshoe vielleicht? Junge, hältst du mich für einen Hooligan? Ich gehe nicht zu Stadien und randaliere, falls Sie das denken. Der gehört zu dem Fall. Der Fall? Der Fall SL9, Kleine. Siehst du die Beschriftung auf den Stücken? Ein weiteres Beweisstück von SL9. Näher untersuchen. Ich frage mich, wie diese Stücke aussahen, bevor sie kaputt gingen. Möchten Sie versuchen, sie wieder zusammenzusetzen? Ha, viel Glück, Junge. Das ist nichts für Amateure. Ich habe schon 3 Stunden damit verbracht, bevor ich schließlich aufgab. Darum habe ich immer eine Tube Klebstoff dabei. Nun, dieses Stück sieht wie der Boden aus. Versuchen wir, den Rest hinzubekommen. Okay, damit bin ich ja, habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ah, okay. Das ist interessant. Wir müssen also jetzt verschiedene Teile hier. Ach so, okay, die Position ist hier fest, die ihr links oben seht. Ich muss jetzt das passende Teil hier finden, okay. Also ein 3D-Puzzle hier, interessant. Müssen wir mal gucken hier, was könnte denn dazu passen? Also da sehe ich noch, gibt auch viele Teile, würde ich mal sagen. Könnte das passen? Wir müssen ja gucken, also wenigstens kann man die nur in gewisse Richtungen drehen. Aber nee, das passt da nicht, würde ich sagen. Warte mal, das könnte doch passen, oder? Das würde eigentlich, denke ich, passen, wenn man das da so reinsetzt. Ja, sehr schön, das passt auch. Gut, dann gucken wir mal das nächste. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Das könnte hier rumgehören, wenn ich das mal so rumstecke. Oder passt das so? Ich glaube eher nicht. Nee, das passt nicht. Okay, nee. Da muss es anderes sein. Das da. Nein, nicht dahin. Das will ich da haben, die Nummer 7. Nee, auch nicht. Okay. Was könnte es denn dann sein? Das hier. Ja, das war's. Okay, sehr schön. Ja, wir kommen doch hier voran. Let's play Phoenix Wright Puzzle Action. HD, XD oder so in der Art. Das könnte doch hier reinpassen, oder? So eine Kerbe da. Nee, doch nicht. Da unten der Boden passt da nicht. Ha, was mag das sein? Ich würde ja fast sagen, das sieht mir aber sehr nach einer Vase aus, glaube ich. Aber das dürfte passen hier. Sehr schön. Ja, das werden wir auch hinkriegen hier. Ich denke mal, das sollte es das sein. Nee. Aber ich glaube, so viele Scheiben haben wir gar nicht mehr. Ja, dann ist es dieses hier. Dann ist es dieses Teil. Ja. Ah, wir kommen noch vor. Oh, wobei das jetzt krass wird. Da bin ich jetzt mal, muss ich mal gucken hier. Was wir da reinsetzen können. Dies vielleicht. Ja, nee. Ha.
Es ist echt immer interessant, was hier uns erwartet. Das gewusst, aber gut, Puzzeln konnte ich eigentlich immer schon ganz gut, auch wenn 3D, ich 3D-Puzzle jetzt nicht so häufig gemacht habe. Wobei ich so langsam sagen muss, hier passt keins mehr der Teil, oder passt das dahin? Nö. Ich würde fast sagen, da passt gar keins der Teile irgendwie hin. Höchstens das hier vielleicht noch. Wenn wir das so drehen. Ah ja, doch, okay, so ist es richtig rum, okay. Ja, das ist eindeutig, das muss dieses Teil hier sein. Ach nee, doch nicht. Aber ich glaube, es gab noch so ein anderes Teil hier. Ja, dann ist es das hier. Das ist mal echt interessant, was das darstellen soll. Jetzt haben wir nur noch zwei Teile, naja. Dann würde ich sagen, das muss das hier sein. Und das ist das hier. Bisschen fehlt aber immer noch. Oh, nun, ich glaube, wir haben's. Aber es fehlen ein paar Stücke. Das hat nur 2 Minuten gedauert. Echt? Das kam immer kürzer vor. Das Problem ist, es fertig zu bekommen. Wurden einige Stücke gestohlen? Ich wette, die fehlen schon von Anfang an. Trotzdem, das ist sicher nicht die stabilste Vase. Ich kann verstehen, warum sie kaputt ist. Wackelige Vase zur Gerichtsakte hinzugefügt. Jetzt kriegen wir aber hier eine ganze Menge Beweise, würde ich ja mal sagen. Aber gut, hier können wir nochmal kurz untersuchen. Was ist das denn da? Da guckt was raus. Da ist aber jemand schlampig vorgegangen. Da hängt etwas raus. Sieht wie ein Hemd aus. Ist wohl ein Beweismittel aus einem der Fälle. Ich frage mich, ob Inspektor Gumshoe das da reingesteckt hat. Hältst du mich für einen Trottel, Junge? Ich habe mit dem Zeug hier nichts zu tun. Das heißt, ich wette, der Beweisschrank wurde vor kurzem geöffnet. Woher wollen Sie das wissen? Wenn man Sachen so raushängen lässt, werden Beweisstücke dreckig oder unbrauchbar. Der Wachmann kontrolliert sowas und benachrichtigt den zuständigen Inspektor. Wie oft hing er mir schon im Nacken wegen irgend so einem dummen Beweisstücks? Hört sich an, als würde Inspektor Gams schon eine Menge Beweise heraushängen lassen. Ich wette, er steckt sein Hemd unter dem Trenchcoat auch nicht rein. Wenn Sie schon über jemanden lästern, tun Sie es nicht, wenn er vor Ihnen steht, Junge. Oh mein Gott. Tür? Wow, sehen Sie sich den Haufen Müll hier in der Ecke an. Das sieht aus wie eine Autotür. Das sind Handschellen am Türrahmen. Vielleicht war der Kerl, den Sie geschnappt haben, so eine Art Entfesselungskünstler. Hey, eine dieser Figuren für Zielübungen. Sie wurde direkt in Höhe der Stirn getroffen. Besser Sie als wir. Ja, so kann man das auch mal sehen. Was ist das? Der Schrank ist voller Beweisstücke, voller Träume. Über die Träume bin ich mir nicht so sicher. Es geht nicht auf. Hätte ich mir eigentlich denken können. Hey, Junge, unsere Sicherheit hier ist die reinste, hier ist reinste Hightech. Gut, aber warte mal. Stimmt, hier war noch Farbe. Die hat mich auch noch interessiert. Hier, warum einfach mal hier so Farbe ist. Das würde mich hier nämlich auch mal interessieren, was die Farbe hier soll. Was machen eine Säge und Farbe hier? Seit Anbeginn der Zeit steht wahre Kunst im Kampf mit Unterdrückung. Wahre Kunst? Mir ist die blau und gelbe Farbe dort aufgefallen. Vielleicht ist dies die Entstehungsort des Blue Badger. Nun, man könnte dies als mein Atelier bezeichnen. Hier im Beweisraum? Okay. Das würde ich am liebsten gar nicht hinterfragen, aber okay. Ah gut, er will uns aber auch nichts dazu sagen. Na gut, warte mal, vielleicht können wir ihn ja noch den Blue Badger präsentieren. Ich glaube, das ist ja sein Meisterstück sogar. Mein allergrößter Erfolg, mein Meisterstück sozusagen. Aber Kunst wird immer missverstanden, Junge. Kunst? Er tanzte voller Stolz am Tag der Preisverleihung. Aber nach der Verleihung kamen und gingen viele Leute. Und die nahmen den Blue Badger einfach mit. Wirklich? Warum? Oh, sie sagten so etwas wie beschämend oder so. Beschämend? Ich habe Tag und Nacht geackert. Ich verstehe, Gumshoe, aber ich kann auch verstehen, warum sie ihn weggenommen haben. Ja, aber gut. Aber ich würde sagen, jetzt tun wir mal das, was uns die gute Emma gesagt hat, dass wir mal den Raum etwas näher untersuchen mit der Testflüssigkeit. Boah, wie viele Beweise wir haben. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie, glaube ich. Dass es über 3 Seiten schon geht. Luminol-Testflüssigkeit. Erlauben Sie mir als Inspektor einen zu sagen.
Wenn ich ein Beweisstück sehe, von dem ich nichts weiß, dann sage ich nichts. Nichts. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das hier, ja, nee, prüfen will ich das auch nicht. Wie kann ich das nochmal, ach nee, ich muss das, glaube ich, hier mit, Untersuchen machen. Genau, und dann hier, genau, hier ging das so. So, und dann muss ich das ja hier untersuchen. Genau, ich war jetzt ein bisschen falsch. Sprühen. Oh. Einfach mal direkt beim ersten Treffer schon eins gefunden. Interessant. Interessant, das ist der Schrank, wo was raushängt. Okay. Ah, warum gibt es hier eine Reaktion? Es gibt keinen Grund, warum der Mörder nur den Schrank berührt haben soll. Das könnte von Bedeutung sein. Hey, das ist ja hochgradig interessant, Kleine. Was ist das da? Das ist Luminol-Testflüssigkeit. Wo hast du die her? Hä? Davon hätte ich auch gerne etwas. Ich nehme eben 50 Kröten vom Chef. Wo hast du das her, Emma? Ich bestell's immer bei einem Versand. Ich sollte das besser auf den Plan einzeichnen. Ja, würde ich auch sagen. Gucken wir mal, ob hier sonst noch was ist. Hier bisher nicht. Okay, das ist aber auf jeden Fall sehr interessant, hier dieses, dass da hier was drauf ist. Ah ja, gut, das hier ist natürlich klar irgendwie. Das ist ja der Schrank. Also das hier haben wir ja schon gesehen, dass hier was ist. Was versucht wurde wegzuwischen. Das sah man ja schon, das wurde ja nicht komplett weggemacht. Ich wusste es, das ist ein echter Handabdruck. Was? Was ist, Inspektor? Dieser Schrank gehört mir. Ihnen? Bitte. Sie müssen mir helfen. Wenn Sie kommen und ihn mir wegnehmen möchten, sprechen Sie so auszusagen, dass ich keine Fliege etwas zuleide tue. Das machen Sie doch für mich, nicht wahr, Junge? Das ist ein wichtiger Hinweis. Der muss auf dem Plan eingezeichnet werden. Ich zähle auf Sie. Glauben Sie mir, Sie können der Polizei nicht trauen. Was? Aber Sie sind doch Inspektor. Ja, aber okay. Okay, sonst noch irgendwas hier? Oh ja. Oh, eine ganze Menge, würde ich sagen. Da hinten. Oha. Oha, eine ganze Menge. Da muss eine Menge Blut gewesen sein. So viel habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin kein Profi. Was denken Sie, Inspektor? Helles blaues Blut. Vielleicht war Inspektor Goodman ein Alien. Das würde beweisen, dass vor dem Schrank tatsächlich etwas passierte. Ich vermerke das auf dem Plan. Hey, wenn Ihnen meine Meinung egal ist, warum haben Sie dann gefragt? Ja, gut. Also hier ist anscheinend eine ganze Menge passiert, würde ich sagen. Würde ich so sagen. Aber gut, hat der gute Inspektor noch was zu erreden? Nö. Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier gefunden haben, würde ich mal so sagen. Eine ganze Menge hier auf jeden Fall. Das ist jetzt hier auch markiert. Oh ja, tatsächlich hier. Okay, das ist eine ganze Menge jetzt hier markiert auf jeden Fall. Ja, das ist gut zu wissen. Gut, dann würde ich sagen, wir sind erstmal durch hier, würde ich sagen. Ich wüsste nicht, was ich hier noch tun könnte. Dann machen wir jetzt das, was wir auch noch machen wollten, nämlich mit dem guten Mr. Marshall reden. Ach, diese Western-Musik hier mal wieder. Und ich denke mal, ich weiß auch schon, wie wir den guten Herrn zum Reden bringen. Mit einer schönen Steak-Lunchbox. Vor allem steht ja auch schon, dass das den guten Marshall in gute Laune versetzt. Dieser Geruch. Ah, das erinnert mich an Texas. Dann, Wachtmeister Marshall, sind Sie also aus Texas? Nein, ich habe neulich nur eine Sendung darüber gesehen. Ist das von meiner Süßen? Ja, Frau Star. Was ist das? Was ist denn? Eine Steak-Lunchbox. Ich verstehe. Ich verstehe nur Bahnhof. Was hat das zu bedeuten? Steak-Lunchbox, Wachtmeister Marshall, gegeben. Na schön, Bambina. Du hast gewonnen. Frag. Sieht ganz so aus, als... Er wird reden. Ja, würde ich jetzt hoffentlich auch mal so sagen. Gut, Wachraum. Wachmeister Marshall, Sie sind für die Überwachung des Beweisraums zuständig, oder? Scharfe Augen, Partner. Es ist ein leichter Job und ich bin dankbar dafür. Wachmeister Meekins von der Strafanstalt hat uns das erzählt. Ach, das arme kleine verlorene Kalb. Armer Kerl, irgendwie nenne ich ihn immer Mickrig. Er hat uns alles erzählt. Er sagte, als der Mord passierte, waren Sie nicht auf Ihrem Posten. Nun, vielleicht sollte ich Ihnen das lieber nicht erzählen.
Aber seit ich vor 2 Jahren als Inspektor zurückgestuft wurde, auch wenn es nicht so aussieht, ich habe meine Leidenschaft dadurch verloren. Also, was haben Sie gegen 17.15 Uhr gemacht, als der Mord passierte? Nun, ich schätze, da bin ich auf meinem Ross Zippy den Highway runtergaloppiert. Merke, er ritt auf seinem Pferd Zippy den Highway hinunter. Hier wird überhaupt niemand mehr gebraucht. Diese neumodischen Geräte machen einen prima Job und behalten alles im Auge. Sie meinen das Kamerasicherheitssystem? Ich mag Technik nicht besonders. Ich mag lieber diesen Brokkoli-Eintopf, den es immer zum Steak gibt, wissen Sie. Interessant. Marshall. Frau Starr hat uns was erzählt. Sie sagte, dass Sie bis vor 2 Jahren noch Inspektor gewesen sind. Ich habe immer davon geträumt, als echter Cowboy zum Tatort zu kommen. Das ist jetzt alles vorbei. Wie ein Wasserloch mitten in der Prairie. Sie untersuchen mit Frau Starr noch immer den Fall SL9, nicht wahr? Das war mein Fall. In den Akten steht er als gelöst, aber es riecht stark nach falschem Spiel. Ich kann die Sachen nicht ruhen lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Worum ging es in dem Fall überhaupt? Wir hören ständig davon, aber niemand kann uns sagen, was damals eigentlich passierte. Es gibt Dinge, die man besser nicht weiß, Bambina. Der Fall ist jedenfalls seit 2 Tagen offiziell abgeschlossen. Vor 2 Tagen? Das war der Tag unseres Falls. Stimmt. Der Beweismitteltransfer. Edgeworth erwähnte den Transfer ebenfalls. Sicherheitssystem. Ich kenne bestenfalls 2 dieser Geräte. Nur 2? Aber das sind doch bestimmt 1 Dutzend. Wie ich schon sagte, Bambina, ich und Technik, nun. Ich mag Technik genauso gern wie Blumenkohl zum Steak. Am einfachsten zu begreifen sind die Überwachungskameras. Davon hat Wachmeister Meekins gesprochen. Wenn nichts passiert, werden die Bänder nach ein paar Stunden automatisch gelöscht. Sind Wachmeister Meekins und Inspektor Goodman auf einem der Bänder zu sehen? Ich schätze schon. Du bist hier der Wachmeister und schätzt? Noch etwas. Wenn Sie in den Beweisraum gehen, brauchen Sie einen Ausweis. Darum der Kartenleser an der Tür. Der Kartenleser speichert auf jedem Ausweis einen Eintrag. Ah, das ist mal interessant. 7777777. Wow, geile Nummer. Jackpot! Das ist also das Ausweisverzeichnis. Hey, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Sorry, Bambina, mehr kann ich dir nicht zeigen. Hä? Ich weiß noch nicht, ob es mit dem Fall zu tun hat. Herr Wright, in dem Eintrag steht eine Zahl. Ich habe diese Zahl schon mal gesehen. Vielleicht kann ich beweisen, dass dieser Eintrag mit dem Mord zusammenhängt. Warte mal, kann ich die Liste sehen nochmal? Ah ne, ich habe die ja bestimmt noch nicht, sonst wäre die ja schon hinzugefügt. Ja gut, wir gucken gleich mal. Bestimmt war das die Nummer von Goodman. Transfer. Verzeihung, können Sie erklären, was es mit diesem Transfer auf sich hat? Wir bewahren hier nur Beweismittel bereits gelöster Fälle auf. Sie bleiben hier 2 Jahre unter Aufsicht des jeweiligen Inspektors. So ist es möglich, schnell auf Sie zurückzugreifen, sollte es einen Fehler gegeben haben. Was passiert mit den Beweismitteln, wenn die 2 Jahre vorbei sind? Sie verschwinden für immer in unterirdischen Tresorraum der Polizei. Das nennen wir Transfer. Jeden Februar ist es soweit. Ich verstehe. Der Transfer ist eine Art Begräbnis für alte Fälle. 2 Jahre nachdem ein Fall gelöst wurde, wird er für immer geschlossen. Begraben. Er wird nie wieder aufgerollt. Nie wieder untersucht. Was war vor ein paar Wochen mit DL6? Wobei, er wurde ja nie gelöst, tatsächlich, er wurde nie richtig gelöst, stimmt. Stimmt, deshalb wurde er wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger aufbewahrt, im Archiv. Könnte ich mir so vorstellen, zumindest. Und so war es vor 2 Tagen bei Fall SL9. Gut, ich denke mal, wir präsentieren ihm mal den Ausweis, würde ich mal sagen, weil ich würde vermuten, dass da doch ein Zusammenhang besteht. Goodmans Ausweis. Sehen Sie das hier? Das ist der Ausweis des Opfers. Ah, der wurde doch in der Parkgarage gefunden, oder? Die Nummer drauf ist 5842189. Wachmeister Marshall, zeigen uns bitte die Nummer im Ausweisverzeichnis. Tatsächlich, 17.14 Uhr. Jetzt wird's ja richtig crazy. Sehen Sie die 4. Ziffer? Das passt perfekt. Sie wurde um 17.14 Uhr benutzt, unmittelbar vor dem Mord. Was wollen Sie? Es gibt auf der ganzen Welt nur eine einzige solche Karte. Also, als der Mord passierte, war Inspektor Goodman im Beweisraum.
Moment mal, was hat Wachmeister Meekins gesagt? Ich kann in den Beweisraum und frag den Mann nach seinem Ausweis. Sie fragten Inspektor Goodman also nach seinem Ausweis und wie reagierte er? Das ist es ja, auf einmal kam er mit einem Messer auf mich zu. Wenn er seinen Ausweis gehabt hätte, warum hätte er Wachmeister Meekins denn mit einem Messer bedrohen sollen? Na schön, Kompade, Sie haben gewonnen. Dann kann ich Ihnen ja wohl das Ausweisverzeichnis geben. Ausweisverzeichnis zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich glaube, das wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen, glaube ich, dieses Verzeichnis. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollte ich diese Liste anderen Leuten hier zeigen, die Ausweise haben. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Und ich würde sagen, unser erster Ansprechpartner sollte da ja der gute Gumshow sein. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb würde ich sagen, reden wir erstmal mit dem guten Gumshow. Präsentieren. Auswahl. Ausweisverzeichnis. Können Sie sich das mal ansehen? Das ist der Ausweis der Person, die am Mordtag hierher kam. Oh, ich habe die Gerüchte gehört. Demnach kam Goodman zur Tatzeit hierher. Oh! Was ist? Die zweite Nummer! Das ist nicht Ihre Dienstnummer, Inspektor Gumshow, oder? Herr Edgeworth! Was? Die zweite Nummer auf dieser Liste gehört zu Herr Edgeworth! Was? Was? Ausweisverzeichnis in Gerichtsakte aktualisiert. Warum hätte Edgeworth zum Beweisraum kommen sollen? Hey Junge, schauen Sie auf die Uhr! Müssen Sie irgendwo hin? Herr Edgeworths Anhörung sollte bald durch sein. Ich werde meinen Tagesbericht abgeben. Vielleicht hilft er ja, wissen Sie? Bericht? Sie meinen die Notiz auf der Rückseite dieses Flyers? Da steht nur, keine Probleme. Hey, es geht hier um Edgeworth, ich bin sicher. Er kann mit so einem Bericht was anfangen. Ich glaube an ihn. Er braucht schon Feinde, wenn man so gute Freunde wie Inspektor Gumshow hat. Ich bin weg, Junge. Bis später. Vielleicht sollte ich mir auch anhören, was Edgeworth zu sagen hat. Ja, das sollten wir tun. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal vor zu Meekins und schauen mal, welche Nummer von ihm ist. Würde ich mal so sagen. Außer hier passiert jetzt noch wieder was, aber nö, da passiert schon mal nichts. Kriminalabteilung. Auch nix. Dann, Strafanstalt. Präsentieren. Ausweisverzeichnis. Wachmeister Meekins, können Sie sich das mal ansehen? Tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, als ob du das nicht wüsstest. Ja gut, alle sagen sie von Edgeworth. Ja gut, dann würde ich auch sagen, wir gehen zu Edgeworth. Wir haben ja wohl keine andere Wahl. Wo war das nochmal? Tiefgarage. Naja, ich denke, du hast da auch nichts zu sagen. Büro des Oberstaatsanwalts. 23. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts. Zimmer 1202 oder 1202. Was macht der denn hier? Ah, Gäste, bitte vielmals um Entschuldigung. Ah, ja, Sie sehen mich mal wieder. Ah, ich, der geile Psychopage. Ah, ja, Baby. Oh, Sie sind's. Sind wir uns schon einmal begegnet? Herr Edgeworth, wenn Sie mich entschuldigen, bis bald. Ist Edgeworth hier? Er steht dort beim Fenster mit einer Tasse Tee in der Hand. Hat er sich Tee aus dem Hotel liefern lassen, oder was? Ah, Sie sind's. Er lässt sich aus dem Hotel Tee bringen? Herr Edgeworth, Sie kommen gerade von der Anhörung im Büro des Staatsanwalts? Stimmt, genau. Übrigens, Inspektor Gumshow hat Sie gesucht. Ach ja, scheint so, als hätte er mir Informationen vorbeigebracht. Wirklich? Was Nützliches? Offensichtlich macht ein neues französisches Restaurant in der Nähe auf. Ich glaube, er wollte mich aufmuntern. Ich glaube, der Bericht steht auf der anderen Seite, Edgeworth. Armer Herr Edgeworth, ich glaube, diese Sache setzt ihn ganz schön zu. Reden. Untersuchungsgruppe. Wie ist es also im Untersuchungsausschuss gelaufen? Es wurde beschlossen, diesen Fall so zu werten, dass keine Beweise unterschlagen wurden, sondern bei den Ermittlungen Kommunikationsprobleme aufgetreten sind. Beweise unterschlagen? Ja, offensichtlich glauben einige, dass...
ich Beweise unterschlagen habe. Ich wurde verwarnt. Dieses Mal hatten sie nochmal Glück. Nochmal? Das wurde mir schon so oft gesagt. Seit diesem Fall vor 2 Jahren. Morgiger Prozess. Ist alles klar bei Ihnen für den morgigen Prozess? Nun, ich bin immer noch der leitende Staatsanwalt. Allerdings ist etwas passiert. Die Führung der Ermittlungen wurde an die Polizei übergeben. An die Polizei? Ja, jegliche weiteren Ermittlungen werden direkt vom Polizeichef Gent geleitet. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf seine Ergebnisse zu warten. Ich verstehe. Warum, frage ich Sie, warum? Ich habe immer nur das getan, was von dessen Richtigkeit überzeugt war. Dazu stehe ich. Und dennoch... Wow, ich habe ihn ja noch nie so aufgelöst gesehen. Aber gut, wir kommen noch aus einem anderen Grund, Mr. Miles Edgeworth, Freund und so. Nämlich die Ausweisverzeichnis. Steht da jetzt auch sein Name drauf? Ja, tatsächlich. Bruce Goodman und Miles Edgeworth. Die Frage ist, wer um 16.50 Uhr und 17.40 Uhr da war. Jeweils mit 2 Nummern. Also jeweils mit demselben Ausweis. Einmal hin und dann noch einmal hingegangen ist. Interessant. Ach ja, ich sollte das jetzt mal überprüfen. Wie ich schon sagte, ich... Ah, was ist das? Eine Liste der Ausweisnutzung? Edgeworth, Sie waren an diesem Tag im Beweisraum, nicht wahr? Und auch noch unmittelbar vor dem Vorfall. Ja, das stimmt. Warum? Herr Edgeworth? Schauen Sie mich bitte nicht so an. Ich wurde gebeten, dorthin zu gehen. Von niemand geringem als Polizeichef Gent. Vom Polizeichef? Er wollte einen Beweis aus dem Fall, der vor 1/2 Jahr gelöst wurde. Er wollte, dass ich ihn hier im Büro der Staatsanwaltschaft aufbewahre. Aber der Fall war doch gelöst, sonst wäre der Beweis ja nicht im Archiv. Der Chef musste seine Entscheidung nie begründen. Jedenfalls habe ich am Tag des Mordes dies hier zurückgebracht. Darf ich fragen, um welchen Fall es sich dabei handelte? Das kann ich nicht sagen. Er hat mit dem aktuellen Fall wirklich nichts zu tun. Nun bin ich aber erst recht neugierig, welcher Fall das war. Sollte ich mir notieren. Irrelevanter Beweis, Schraubenzieher zur Gerichtsakte hinzugefügt. Stur wie immer. Ich hab doch gesagt, dass es für den aktuellen Fall belanglos ist. Ja, ist ja gut. Ich will mir es aber trotzdem nochmal ansehen. Right, ich bitte Sie. Ich bin der Ankläger in diesem Fall. Sie erwarten doch nicht, dass ich den Fall mit Ihnen bei einer Tasse Tee bespreche. Kein Tee, bitte. Sagen Sie mir einfach was zu dem Fall. Herr Wright, der Edgeworth hat Ihnen doch schon höflichst Nein gesagt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vielleicht kann ich mit meinem besten Beweis eine Reaktion aus ihm herauskitzeln. Naja gut, das hatten wir schon. Kannst du noch was reden irgendwie? Vielleicht noch ein anderes Beweisstück, was wir da haben? Was haben wir denn da sonst noch so? Na gut, der Schraubenzieher dürfte es nicht sein. Vielleicht die Vase? Oder das Blatt, denke ich mal eher nicht. Ja, nee, okay, willst du auch nicht sehen? Okay, hab ich verstanden. Jetzt wäre ich schon wieder an dem Punkt angelangt, wo ich hier nicht weiterkomme. Ja, ja, ist schön. Willst du auch nicht sehen? Ja gut, da bin ich überfragt tatsächlich, muss ich gestehen. Bestes Beweisstück. Das könnte alles und nichts sein. Na gut, die haben wir ja jetzt schon gezeigt. Ja gut, das sagt er mir denselben Text, ist klar. Da sagt er mir dann nur denselben Text. Ja, ja, ja. Heute ein Beweis aus dem Fall, bla 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 bla, kennen wir ja schon. Dann bin ich überfragt. Dann bin ich mal wieder überfragt. Aber ich glaube, wenn ich das so sehe, dann, die gute Frau Star ist nicht mehr da. Interessant. Hat auch wohl keinen Bock mehr hier. Interessant. Ja gut, dann würde ich ja mal fast sagen, es scheint wohl, dass wir hier nichts mehr machen können. Gehen wir nochmal zur Kriminalabteilung. Aber ich vermute mal, nee, da gibt's auch nichts mehr. Ja, ich gehe nochmal kurz jeden Ort durch. Sieht jetzt aus, als würdest du jetzt nochmal sehen hier, Mr. Meekins. Er muss ja eigentlich auch reingegangen sein. Ja, nö. Okay, willst du auch nichts wissen? Okay, hab schon verstanden. Du
Die krasse, wie hieß der Typ noch gleich? Grossberg, genau. Grossberg hieß der ja, der Typ, von dem die Musik ja auch hier ist. Aber nee, ich wollte dann nochmal zum Beweisraum gucken, ob da noch irgendwas ist. Wenn da nicht ist, dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Der Part ging auch schon wieder lang genug. Und Desvasion machen wir dann beim nächsten Mal weiter und gucken, was wir dann noch so erreichen können hier. Ach, er ist auch nicht mehr da? Okay, interessant. Dann, müssen wir mit Edgeworth den Rest klären, weil Gumshoe auch nicht mehr da. Gut, dann dürfte wohl tatsächlich Edgeworth das sein, das Ende. Und was wir mit Edgeworth zu bereden haben und wie es dann hier wohl weitergeht, das in dem nächsten Mal von Phoenix Wright, Ace Attorney, bis zum nächsten Part und tschüssi.